Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Kundenvideo von mir für euch. Heute mit der Apple Watch Ultra. Ultra Digitation im Watchmarkt von Apple ist angesagt. Das reimt sich sogar fast, nicht wahr? Denn unser Abenteuer wartet auf uns. Denn hier kommt die robusteste und leistungsfähigste Apple Watch aller Zeiten. Mit einem widerstandsfähigen Titangehäuse. Und Titan hat's echt in sich, Leute. Titan selber wird oder ist ein Element auch und wird dafür benutzt, um zum Beispiel auch Prothesen zu fertigen. Also Sachen, die ganz leicht sein sollen und die dann nämlich aber trotzdem super krass stabil sind. Das heißt, wundervolle Sache. Ich hatte mal eine Cage Airs Tactical Watch und die war federleicht. Als ich dann auf die Apple Watches umgestiegen bin, habe ich gedacht, was sind denn das für schwere Dinger? Wirklich, ne, das ist wirklich krass. Also ein Riesenunterschied. Das heißt also, ich verspreche mir hier mit einem Titangehäuse ein sehr leichtes Apple Watch hier. Noch mehr. Mit einem präzisen Dualfrequenz-GPS, bis zu 36 Stunden Batterielaufzeit und integrierten Mobilfunk und drei spezialisierten Armbändern, wo wir auswählen können, okay? Ihr habt also jetzt nicht unbedingt drei dabei. Es ist daher perfekt für Sport und Abenteuer jeder Art. Sie ist extrem gedacht und extrem gemacht. Die sieht hart aus, weil sie auch hart ist. Genauso wie wir und ihr da draußen. Um die ultimative Sportuhr zu entwickeln, hat Apple jedes Element bis ins Detail mit höchster Präzision selber gefertigt. Alles für ein unvergleichliches Performance-Gefühl. Titan erreicht die perfekte Balance aus Gewicht, Widerstandsfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Nochmal zu meiner Uhr zurück. Ich habe die Uhr nicht einfach weggeschmissen. Die ist mir weggeschwommen. Die ist in der Flutkatastrophe verloren gegangen. Okay? Das ist echt schade. Ich weine jetzt noch wegen meiner schönen Cage Airs Tactical Watch. Aber zurück zu dieser Uhr jetzt. Das neue, erhöhte Gehäusedesign fasst die Kanten des flachen Saphirglases ein und stützt es vor Stößen. Und die Digital Crown sowie die Seitentaste sind größer und einfacher zu bedienen. Und das sogar mit Handschuhen. 49 mm Titangehäuse, Wasserschutz bis 100 Meter, nach MIL-STD-810H getestet und staubgeschützt nach IP6X. Das heißt, die ist echt krass am Start. Und das wegweisende Ziffernblatt mit Nachtmodus. Speziell für diese Apple Watch Ultra hat das wegweisende Ziffernblatt eine Zeitanzeige, die zu einem Live-Kompass werden kann und Platz für 8 Komplikationen bietet, die eher Kombi-Plationen sind. Denn in krassen Umgebungen mit wenig Licht können wir die Digital Crown einfach drehen und dadurch den Nachtmodus aktivieren. Und das Ziffernblatt in einem kräftigen Rot zu sehen. Und sie ist bereit für Action. Mit dem neuen Action-Button lassen sich verschiedene Funktionen schnell und direkt aktivieren. Wir können ihnen nach unseren Wünschen selber anpassen. Und damit ein Training steuern, einen Kompass-Wegpunkt setzen oder einen Tauchgang beginnen. Er hat jede Menge Potenzial. Und zwar so viel, wie wir natürlich auch haben. Massiv viel. Und alles an seinem Platz. Die Apple Watch Ultra ist ein außergewöhnliches und vielseitiges Tool an unserem Handgelenk mit unglaublicher Leistungsfähigkeit in einem erstaunlich kompakten Design. Wir haben eine GPS-Antenne mit verbaut. Das präzise Dual Frequency GPS liefert genaue Standortdaten, um Entfernung, Pace und Routenkarten zu berechnen. Dann haben wir zwei Lautsprecher verbaut. Das heißt, ein zweiter Lautsprecher verbessert die Lautstärke für Anrufe und für Siri-Funktion. Dann der Action-Button im International Orange.
Wir passen ihn an uns an. Nicht in der Farbe, sondern in der Funktion. Ne? Wir können es, wie ich schon sagte, Kompasswegpunkte setzen oder ein Backtrack zu starten, ein Training zu steuern, einen Tauchgang zu beginnen und. Oder wir halten ihn gedrückt, um eine Sirene zu aktivieren. Weil wenn wir mal lost sind draußen, könnten wir so auf uns aufmerksam machen. Und die Sirene, die kann schon was. 86 Dezibel lauten Ton, damit können wir Hilfe anfordern. Und den hört man bis zu 180 Meter weit. Also ihr seht, hier hat Apple ganz schön was Geiles geformt. Dann haben wir eine auf der anderen Seite bei der Krone eine Seitentaste. Für den Zugriff auf Sicherheitsfeature halten wir sie gedrückt, um einen Notruf abzusetzen, unseren Notfallpass anzuzeigen oder auch dort die Sirene zu aktivieren. Die Taste ist leicht erhöht, damit wir auch sie mit Handschuhen bedienen können. Dann haben wir einen Ring aus 3 Mikrofonen. Bei viel Wind wählt ein adaptiver Algorithmus das beste Mikrofon fürs Audio-Konversation aus. Maschinelles Lernen filtert Störgeräusche, damit wir so klar wie möglich alles hören können. Wir haben ein Tiefenmesser integriert für Echtzeitmessung der Unterwassertiefe bis 40 Meter und sogar der Wassertemperatur. Das bedeutet also, ihr könnt im Schwimmbad dieses Jahr ganz klar sehen, wie kalt das Wasser geworden ist, weil das wird nicht mehr so heiß werden erstmal. Und wir haben die Digital Crown mit größerem Durchmesser und gröberen Kerben für noch leichteres Handling. Und die läuft tagelang. Wenn wir auf dem zweiten Tag eine Rucksacktour bei der letzten Etappe eines Triathlons oder mitten im Tauchgang an einem Korallenriff sind, ist eine leere Batterie echt Kacke. Und darüber wollen wir nicht nachdenken. Und mit einer längeren Batterielaufzeit als je zuvor können wir das praktisch jetzt alles machen. Und wir haben noch Energie übrig. Bis zu 36 Stunden bei normaler Nutzung. Und bis zu 60 Stunden mit Stromspareinstellungen. Das ist awesome. Wir können wandern, wir können laufen, wir können tauchen. Es gibt für alles, für diese Apple Watch, auch ein spezielles Armband. Das ist die ultimative Watch für jede Art von Sport. Sie hat einen einzigartigen Ansatz bekommen. Deshalb sind auch die spezialisierten Armbänder für Outdoor-Abenteuer, Ausdauertraining und Wassersport so detailgenau gefertigt wie die Watch selber. Ich habe bestellt die Ocean Armband, weil das passt. Ne? Wir sind hier oben an der Nordseeküste und man geht ja schon das öfter mal da schwimmen, segeln etc. machen. Deshalb das Ocean Armband. Dann gibt es noch den Trail Loop Armband, das Trail Loop ist dann sehr leicht gebaut. Das Ocean Armband ist sehr, sehr robust, hält sehr gut fest. Und dann gibt es noch das Alpine Loop, welches sogar in einem Orange daherkommt. Also, Limits? Welche Limits? Ganz gleich, ob es der erste Lauf seit langem oder ein 10 Kilometer Rennen oder ein Ultramarathon ist. Um sich physisch herauszufordern, muss man schon besonders ticken. Und mit der neuen Apple Watch Ultra als Trainingspartner können wir unsere Grenzen neu definieren. Wir schaffen Kraft aus Daten. Damit wir als Sportler oder Sportlerin oder diverse Fortschritte machen können, brauchen wir genaue Daten und Einblicke. Mit Updates für die Trainings-App, wie neue Messwerte und Ansichten. Wir bekommen alle Infos, die wir brauchen, um neue Höchstleistung zu erzielen. Und diese werden wir danach natürlich übertreffen, oder? Das größere Display zeigt uns dafür bis zu 6 Daten auf einmal an. Wir haben zum Beispiel Herzfrequenzzonen. So sehen wir sofort, wie intensiv wir trainieren. Unsere Trainingszonen werden automatisch berechnet und anhand einer Gesundheitsdaten personalisiert oder wir richten sie manuell ein. Dieses Feature gibt es aber auch in den normalen Apple Watches, nur mal nebenbei. Dann haben wir die Laufform. Wir fügen Schrittlängen, Bodenkontaktzeiten und vertikale Oszillationen zu unseren Ansichten dazu, um besser zu verstehen, wie effizient wir laufen. Und die Laufleistung. Durch permanente Messung unserer Intensität hilft uns das in der Laufleistung, auf ein neues Level zu kommen oder zu bleiben, das wir aber auch durchhalten sollten.
Und der Action-Button kann laufen wie ein Uhrwerk. Wir messen unseren Fortschritt besonders genau, indem wir den Action-Button anpassen und damit zum Beispiel ein Training beginnen, ein Segment markieren oder zum nächsten Intervall wechseln können. Und wir haben ein wirklich wegweisendes GPS. GPS Performance. Das heißt Global Positional System. Das ist besonders wichtig für uns SportlerInnen und diverse, die exakteste Messwerte brauchen. Egal, ob wir mitten in der Stadt oder in der freien Natur trainieren. Die Apple Watch Ultra verfügt über ein neues, präzises Dual-Frequenz-GPS-System und ist auch in schwierigen Umgebungen unglaublich gemein, weil es genau weiß, wo wir sind. Und ihr kennt es ja, das GPS-Dilemma. Für die meisten Menschen reicht eine herkömmliche GPS-Lösung mit einem L1-GPS überwiegend aus. Wenn hohe Gebäude, Bäume oder dichtes Blattwerk den Satelliten im Weg sind, wird die Sache dann aber schwieriger. Das neue L5-GPS ermöglicht eine fortschrittliche Signalverarbeitung, die viele Fehler reduziert und in Umgebung wie enge Straßenschluchten um gleichmäßiges Signal zu liefern. Das heißt, präzises Dual-Frequenz-GPS, L1 und L5. Für unglaubliche Genauigkeit und präzise Messungen. Und wir haben zwei Frequenzen, eine präzise Lösung. Die Apple Watch Ultra integriert die L1 und L5 GPS in einem neuen Antennendesign für eine größere Reichweite bei eindrucksvoller Energieeffizienz. Sie kombiniert die Daten dieser beiden Frequenzen für extrem genaue Berechnungen von Distanz, Tempo und Route. Das ist das exakteste GPS in dichten innenstädtischen Gebieten. Und da sind wir auch öfters unterwegs. Zusammen mit den Apple-Karten liefert das Dual-Frequenz-System Straßen, Fahrräder und Wanderrouten, die an die tatsächlichsten Standorte besser eine Abbildung formen. Neue Satelliten und Signalmodelle erhöhen die Genauigkeit und ein spezieller Fortschritt-Algorithmus nutzt die verfügbaren Satellitensignale perfekt. Und wir haben Trail Loop. Komfort für längere Läufe. Besonders dünn, leicht und flexibel könnt ihr wählen, wenn ihr dort einen einfachen Schlauchverschluss haben wollt, dann ist beim Training schnell anpassen können. Das Gewebe ist dann sehr dehnbar und kann für perfekte Passform einfach so gezogen werden. Oder Outdoor Activity. Über die Grenzen gehen und wieder zurück. Denn die Apple Watch Ultra ist dafür gemacht, extreme Umgebungen, hohen Temperaturen standzuhalten und Tiefen natürlich auch. Sie ist das perfekte Tool für Erkennung und Erkundung, das uns überall hinbringen kann und danach auch wieder nach Hause. Denn Apple hat den Kompass neu erfunden. Ein präziser Kompass ist für die Navigation in der Wildnis genau das Wichtigste. Genauso wichtig wie ein paar Schuhe. Die überarbeitete Kompass-App liefert ganz neue Ansichten und Funktionen im Handgelenk, mit denen wir uns orientieren können, so gut wie noch nie. Und der Action-Button? Wieder das Gleiche, wir können ihn dann zur Standortmarkierung nutzen oder zum Weg zurückfinden markieren. Mit einem Druck auf den Action-Button können wir schnell Wegpunkte setzen und wieder zurückballern. Und die richtig krasse Sirene, 86 Dezibel laut, die kann echt Leben retten. Wenn wir uns verirrt haben oder wir sind verletzt oder wir wollen uns einfach nur Aufmerksamkeit erhaschen, halten wir einfach den Action-Button der Watch gedrückt. Das aktiviert die Sirene, die bis zu 180 Meter Entfernung hörbar ist. Wir können die Apple Watch von minus 20 bis 55 Grad Celsius Betriebstemperatur im Handgelenk nutzen. Bei eisigen Gipfeln und sengender Wüstenhitze wird sie also standhalten. Dafür ist dann auch sehr, sehr sinnvoll, das Alpine Loop als Armband zu wählen. Das ist fit für jeden Fels. Es ist leicht robust und es hat zwei Gewebeschichten, die ohne Nähte zu einem fortlaufenden Band gewebt sind. Der korrosionsbeständige G-Haken aus Titan gleitet leicht die verstärkte Öse und sorgt für dann besseren Schutz und Halt. Und dann Ocean, herausragend auch unter Wasser. Das ist jetzt mein Armband, denn die Apple Watch Ultra wurde so gebaut, dass sie Jetski in der Manuel Bay und Kitesurfen auf dem George standhält. Sie kommt mit einem neuen Tiefenmesser und liefert Daten und Funktionen, die man beim Sport und Freitauchen für eine Tiefe von bis zu 40 Meter brauchen kann. Das ist ganz viel. Ein komplett ausgestatteter Tauchcomputer kommt an unser Handgelenk. Und zwar nicht so ein Klopper wie früher, sondern in Form der Apple Watch.
Die Ocean Plus App für die Apple Watch Ultra wurde gemeinsam mit dem renommierten Unterwasser- und Innovationsunternehmen Huish Outdoor entwickelt und ist ein echter Tauchcomputer für unser Handgelenk. Geeignet für Sport- und Freizeittaucher bis zu einer Tiefe von 40 Metern, bietet sie alle wichtigen Features für uns Taucher. Und dabei ist sie ganz einfach und intuitiv zu bedienen. Das heißt, innovativ auch in der Tiefe. Mit dem neuen Tiefenmesser ist die Tiefen-App perfekt für Schnorchler oder andere Unterwasseraktivitäten. Wir sehen Zeit, die aktuelle Tiefe, Wassertemperatur, Dauer unter Wasser und die maximale Tiefe, die wir erreicht haben. Das kann sogar automatisch aktiviert haben, wenn wir zum Beispiel untertauchen. Geil, oder? Und dort auch wieder Actionplatten, kann wieder individuell gemacht werden auf unserem Einsatzgebiet selber eingestellt. Und dann kommt das Ocean Armband, das heißt die See ruft. Das aus Fluorelastomer-Gummi geformte Armband ist leicht und flexibel. Es hat eine Schließe und eine verstellbare Öse aus Titan mit Federmechanismus, die in einem röhrenförmigen Öffnung fixiert werden. Für einen ultrasicheren Sitz, sogar bei Wassersport mit hohen Geschwindigkeiten. Und wenn wir die Verlängerung anbringen, können wir sogar über einen dicken Neoprenanzug die Apple Watch tragen. Alles, was wir also an der Apple Watch lieben und mögen. Die Apple Watch Ultra kommt mit Features, die um Gesundheit, Sicherheit und Verbindung uns ein großes Plus bringt. Die Uhr zum Grenzen verschieben ist eben auch eine, die du jeden Tag tragen kannst. Denn wir können sie ganz normal jeden Tag, wie unsere normalen Apple Watch auch tragen. Wir haben nämlich neue Temperaturerkennung, innovative neue Temperaturen, ermöglicht revolutionäre Einblicke in die weibliche Gesundheit, also auch für Girls da draußen. Das heißt, wir können ein Zyklusprotokoll anlegen und es erfasst Nachtsänderungen unserer Temperatur. Schlaferfassung, tracken unseren Schlaf. Wir sehen also, wann wir und wie wir gut geschlafen haben. EKG-App. Damit können wir unseren Herzschlag und den Herzrhythmus mit einem elektrischen Herzsensor aufzeichnen und die Aufzeichnung dann auf dem Vorhof flimmern, einer Form von Herzrhythmusstörungen zum Beispiel überprüfen lassen. Und wir haben eine Funktion der Benachrichtigung zur Herzgesundheit. Wir erhalten Benachrichtigungen bei ungewöhnlich hohen oder niedrigen Herzfrequenzen und Herzrhythmusstörungen. Und wir können Blutsauerstoff checken. Wir messen also den Sauerstoffgehalt in unserem Blut für Einblicke in ein wichtiges Messwert für die allgemeine Gesundheit. Und innovative Sicherheitsfeatures. Die neue Unfallerkennung ist auch mit am Start. Das heißt, neue Sensoren und ein Algorithmus für maschinelles Lernen erkennt schwere Autounfälle und benachrichtigt automatisch den Notdienst. Die Apple Watch Ultra teilt uns und den HelferInnen außerdem unseren Standort mit und informiert unsere Notfallkontakte. Und sie hat Sturzerkennung. Egal, ob wir in unserem Zuhause sind oder gerade im Dschungel sind. Wenn ein Sturz erkannt wird und wir nicht mehr reagieren darauf können, wird auch dort automatisch der Notdienst benachrichtigt. Und Notruf SOS. Wir halten die Seitentaste gedrückt, um schnell einen Notdienst zu benachrichtigen und unseren Standort mitzuteilen. Für eine gewisse Zeit erhalten wir dann die Notfallkontakte auch Updates, wenn sie unser Standort ändern würde. Und wir bleiben in Verbindung mit Mobilfunk. Wir telefonieren und texten, weil die Apple Watch Ultra hat Mobilfunk integriert. Mit einem Mobilfunktarif können wir dann, den müssen wir extra abschließen, können wir dann nämlich immer bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit über LTE kommunizieren und mit internationalem Roaming praktisch das überall machen. Wir können Music streamen, wir können die Karten-App benutzen, wir können Apple Pay benutzen, wir können Siri benutzen und der App Store ist uns auch zugänglich über die App. Ist auch eine App, über die Uhr. Denn auf der Apple Watch finden wir auch ganz viele geile Apps, genauso wie beim Smartphone. Und das ist die echt krass derbe, neue, fettkrasse Apple Watch Ultra.